Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zum heutigen Top 10 Video. Es ist ein ganz besonderes, denn es geht um die MP5, die war letztes Mal noch gar nicht dabei, als ich letztes Mal die Top 10s durchgemacht habe. Ihr wisst, dass ich damals, als sie dann endlich kam, in CSGO ziemlich gefeiert habe, denn ich habe die gerne gespielt in Source und war traurig eigentlich, dass sie in Go halt nicht dabei war. Und jetzt kam sie dann letztes Jahr, was, 2018? Ich glaube schon. Bei der MP5 liegt auch noch eine weitere Besonderheit vor, aber zuerst mal vielen Dank an unseren Sponsor. Skinbaron, der Seite, wenn ihr Skins kaufen und verkaufen wollt, ihr wisst, wie der Hase läuft. Ihr könnt gerne meinen Code benutzen, Bubbler oder meinen Link. Beides geht aber nur bei der Erstanmeldung. Also wenn ihr hier diesen Code oder den Link benutzen wollt, dann geht das nur, wenn ihr euch das erste Mal bei Skinbaron anmeldet. Wenn ihr da schon angemeldet seid, geht das nicht mehr. Falls ihr einen zweiten Account habt und mit dem Skins einkaufen wollt, dann könnt ihr es wiederum machen. Auf den Link klicken und euch da anmelden. Oder bei der Anmeldung den Code Bubbler eingeben. Weil immer wieder Fragen aufkommen, wo man beim Kauf den Code eingeben kann. Also dieser Skinbaron-Code geht ausschließlich bei der Erstanmeldung. Dann würde ich sagen, fangen wir an. Eine weitere Besonderheit bei der MP5 ist noch, dass es von ihr nur 5 gibt, wenn man den Standard-Skin weglässt. Möglicherweise haben sie mit Absicht so gemacht. MP5, 5 Skins, Oder sie haben halt einfach noch nicht genug. Wobei es, glaube ich, sehr viele Skins schon von der Community gibt, also vorgeschlagene Skins. Aber naja, fangen wir mit Platz 5 also an. Achso, und heute ist der Livestream schon um 18 Uhr, ne? Vielleicht sogar schon 17:45, weil wir ja unser Turnier heute haben, unser Bubbler-internes CSGO-Turnier. Und das werde ich dann natürlich streamen, also die Spiele, in denen ich dabei bin, die finden gleichzeitig statt, deswegen kann ich nicht alle streamen. Aber die Sachen, in denen ich mitspiele, die werden auf jeden Fall gestreamt. Der Stream wird dann dadurch generell 4 Stunden früher anfangen und dementsprechend wahrscheinlich auch 4 Stunden, also plus minus, früher aufhören. Weil meine Freundin und ich uns die Woche kaum gesehen haben und jetzt am Wochenende ist es auch so eine knappe Geschichte. Sie muss am Samstag auch weg und dann haben wir praktisch nur Samstagmorgen, Vormittag und so. Darum mache ich halt dann auch nur bis um 2 oder so. Das sind trotzdem dann 8 Stunden, ne? Wenn wir 18 Uhr anfangen, 2 Uhr nachts, sind 8 Stunden gestreamt. Da kann ich meistens eh nicht mehr reden. Sehr schön. Platz Nummer 5. Da liegt die MP5 Dirt Drop. Zu Deutsch Schmutz. Ach ja, apropos zu Deutsch und hin und her wegen Skinbaron. Ihr könnt oben links bei Skinbaron einfach auf Englisch schalten. Dann habt ihr wieder die normalen, eben englischen, originalen Skinnamen. Ja, auch wieder ein Problem, das nicht an der Seite lag, sondern an mir, am User. Ich habe mich drüber aufgeregt und hab aber anstatt mich zu informieren, wie man es vielleicht besser machen könnte, mich einfach nur aufgeregt. Dabei kann man einfach auf Englisch stellen und schon habt ihr die ganz normalen Namen. Hier könnt ihr übrigens schon alle Skins sehen. Welcher Skin ist wohl auf welchem Platz? Bleiben wir ganz kurz noch bei der Dirt Drop. Sie ist eben auf dem 5. Platz und sieht auch danach aus. Ich würde jetzt noch nicht mal sagen, dass der Skin besser aussieht als der Standard-Skin, der MP5. Ja, und der Preis ist auch genauso, wie man es erwartet für ein Häufchen Dreck. Oder Häufchen Elend. 2 Cent. Ich glaube, bis jetzt der günstigste Skin, den wir jemals gezeigt haben hier in den Top 10, Top 5. Auf dem 2. Platz liegt die MP5 SD Co-Processor. Der sieht schon gut aus. Auf jeden Fall besser als der Default-Skin. Schönes Blau und die ganzen Prozessor-Eigenheiten da drauf, ne? Wunderschön. Aber es hätte euch auch über die ganze Waffe gehen können. Ja, ja. Und jetzt guckt euch doch mal direkt diesen Preis an. Guck mal. Nicht nur 50 Cent oder 1 Euro, nein, direkt 3, 7. 7 Euro. Da kann man schon sagen, da läuft der Hase, ne, bei dem Skin. Ja, würde ich jetzt auf keinen Fall irgendwie zugreifen. Dafür ist er nicht schön genug. Aber vielleicht ist Platz 3 ja irgendwie cooler. Ihr könnt übrigens durchgehend jetzt schon raten natürlich, welcher Skin auf welchem Platz liegt. Ihr seht sie hier schon in klein. Ja. Ich glaube, es ist nicht arg schwer. Platz Nummer 3. Da haben wir die Labrats am Start. Die konnte man sich erspielen, glaube ich, am Anfang, als Danger Zone rauskam. Ne? Sobald man x Stunden gespielt hat oder x Spiele gespielt hat oder so und so viel XP, glaube ich, erhalten hat, hat man die gedroppt bekommen. Darum kann der Preis ja auch nicht allzu teuer sein, oder? Ja, ziemlich durchmischt. 50 Cent, 3 Euro, 150 Euro. Na gut. Ist er jetzt besonders? Hat er was Besonderes? Also, da bin ich gerade etwas überfragt, aber ihr habt sicherlich wieder die Antwort darauf, warum dieser eine Skin jetzt so viel wert ist. Ich meine, natürlich kann das auch einfach der Verkäufer so reingestellt haben. Ich kann auch etwas reinstellen für 4.000 Euro irgendeinen Skin. Gut, ja, naja, trotzdem, so viel zu Platz 3. Auf dem 2. Platz liegt bei mir die Gauss und die ist schon schön voll, also komplett überskinnt. Sehr viele Details. Als hätte sie jemand selbst zusammengeschustert aus Heizungsteilen. Skins, die über die gesamte Waffe drüber gehen, haben generell ja schon mal so einen Pluspunkt. Aber hat die Waffe auch preislich gesehen einen Pluspunkt verdient? Ja. Ja. 24 Cent, guck mal da. Geht doch. Der geht doch noch. Oh, Insta-Track. Also ich glaube, wenn man die unbedingt haben will, kann man dafür 24 Cent nicht viel falsch machen. Aber was ist jetzt auf dem 1. Platz, fragt ihr euch? Ich weiß auch nicht. Vielleicht die Phosphor. Absolut edler Skin. Ich mag flashy Farben halt einfach, diese Neon-Ausgabe der Farben.
Gefällt mir. Geil. Die könnten gerne auch ganz runterlaufen und müssen nicht hier schon enden. Wobei es auch was hat, dass dieser Untergrund eben dieses Blau hat. Schön. Das ist schön. Hier ist die krasseste direkt am Start und zwar meine, die ich spiele. Butz. Wunderschön. Hört ihr's? Ich werde abgeholt. Der Preis ist fast so wie bei der Co-Prozessor. Obwohl die Co-Prozessor gegen sie Dreck ist. Gut, 30 Euro für eine Steady, Paddy, Ready, Daddy, Crank. Aber hey, hey. Ich habe schon von vielen geschrieben bekommen, hey, die Phosphor gefällt ihnen sehr gut. Und ja, ich denke für 3 Euro. Ich guck mal, was die in Field testet so kann. Geht doch vollkommen klar, oder? Da kann man schon mal, könnte man schon zugreifen, wenn man wollte. Somit sind wir auch schon am Ende dieser ganzen Chose angekommen. Ging jetzt schnell halt, ne, weil es nur 5 Stück waren. Naja, wir sehen uns dann jetzt gleich im Livestream. Vielleicht ist er sogar schon an. Das Video kommt um 17.45 Uhr. Möglicherweise beginne ich auch schon um 17.45 Uhr, weil mein erstes Spiel zwar erst um 18.15 Uhr ist, aber das Spiel der anderen schon um 18 Uhr. Und vielleicht schaue ich da dann zumindest mal rein in den Anfang. Und ich muss generell früher da sein, um halt natürlich die Einteilung zu überwachen und so weiter und so fort, dass das alles läuft, wie auch immer. Ich weiß nicht, ob morgen ein Video kommt, denn der Stream geht ja, wie gesagt, so bis um 1 oder 2, denke ich. Dann penne ich, stehe um 8 oder 9 auf mit meiner Freundin zusammen und dann haben wir halt noch so ein bisschen Together-Zeit. Und um 14 Uhr oder 13:30 muss sie gehen und dann kommt Sperling vorbei. Und dann fahren wir mit den Mofas, abends streamen wir, das heißt, ich werde wahrscheinlich kein Video hinbekommen. Somit seid ihr schon mal drauf gefasst. Der Kanal hier hat über 2000 Videos. Ihr findet bestimmt für morgen dann ein Video, das ihr gucken könnt, das ihr noch nicht kennt. Immer wenn es ganz schlimm wird mit den Leuten, die sagen, ah, mach doch mal wieder dies, mach doch mal wieder das oder hey, du hast jetzt schon 2 Tage kein Video gemacht, was ja sehr selten vorkommt, schreibe ich auch gerne sowas wie, hey, ich könnte jetzt für 2 oder 3 Jahre niemals mehr ein Video hochladen und ganz neue Leute könnten trotzdem jeden Tag ein neues Video anschauen, das sie noch nicht kennen, ne? Weil wir hier so viele Videos haben. Mal so am Rande erwähnt. Ja, so ein bisschen rumstöbern. Das freut mich auch. Und es gibt natürlich Pluspunkte für die ganzen Leute, für die Giveaways und so weiter. Aktivität auf alten Videos. Das ist ja so wie doppelt und dreifache Aktivitätspunkte auf den aktuellen. Weil es ist ja schon ein bisschen mehr Elan erforderlich, auch mal in die alten Sachen reinzugucken. Es gibt einige, die es schon gemacht haben. Credo hat zum Beispiel. Das Beste ist, wenn ihr auf den Kanal geht und dann auf Playlisten geht oder Playlistenübersicht, ja, da kommt dann direkt ein Fenster und da müsst ihr nochmal draufklicken auf alle Playlists, damit wirklich alle geladen werden. Und da könnt ihr runterscrollen. Hier auf dem Kanal gibt es, glaube ich, 30, 40 Playlists von allen möglichen Sachen. Ich versuche immer alles einzusortieren, ja. So wie Overwatch seine eigene Playlist hat, haben auch die Matchmakings ihre eigene Playlist, die Macht-Spaß-Folgen haben ihre eigene Playlist und so weiter und so fort. Viele Spiele haben ihre eigene Playlist. Also da könnt ihr schon so ein bisschen rumgucken, wenn ihr Zeit und Lust habt. Ja, also wenn ihr Bock habt auf ein Video, aber kein Star sein sollte. Ich will es nur gesagt haben. Wow. Wenn ihr da was kommentiert, das war scheinbar auch unklar, dann ist auch bei einem 3 Jahre alten Video der Kommentar ganz oben angesetzt bei meinen Kommentaren. Weil die Kommentare nicht nach Video sortiert werden, sondern sobald Hans Wurst um 13.06 Uhr einen Kommentar schreibt, egal unter welches Video, es muss nur ein neuer Kommentar sein, keine Antwort, sondern einfach nur ein Kommentar unter einem Video, dann ist dieser Kommentar der neueste von allen meinen Kommentaren. Wenn ich also auf Kommentare kommentieren klicke, da sehe ich immer alle Kommentare, videounabhängig. Weil sich ein paar schon gesagt haben, hey, brauche ich da überhaupt zu kommentieren, du siehst es ja eh nicht, doch, doch. Dieser Kommentar wird mir ganz oben wieder aufgelegt, auf den Stapel. Die sind also nicht verschollen, sondern werden mir genauso angezeigt, wie auch alle anderen Kommentare. Ja? Okay? Gut, dann sehen wir uns im Livestream. Haut rein!